YouTube, was geht? Wir vorproduzieren jetzt ein bisschen ein paar Videos. Ich weiß nicht, ob das Video online kommt. Wenn es online gekommen ist, ist es schon online. Ich bin diese Woche in New York, eine Woche lang, und deswegen brauchen wir halt ein paar Videos. Wir fangen an mit dem Video von Ozan. Jones ist auch dabei bei dem Video. Das schärfste Essen meines Lebens. Foto durch Berlin-Charlottenburg. Bin ich mal gespannt, Burak. Und ich möchte auch nicht gespoilert werden. Wieso? Du warst doch schon dabei. Ich hab's vergessen. Okay. Meine Damen und Herren, willkommen in Berlin, willkommen im Video und willkommen zu einer Foodtour durch Berlin-Charlottenburg. Was geht, Leute? Mit dabei, Burak, da bin ich ja. Jackson Junior. Wie startet man eine Foodtour am besten, Jackson? Mit einem schönen, saftigen Döner. Weiß ich jetzt nicht, das hast du gesagt, ja, Burak. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Ich weiß auch nicht mehr, jeden Tag Döner essen, weiß ich nicht. Doch, Digga, Döner bockt. Der erste Laden unserer Foodtour, Rüya Gemüsekebab. Das ist einfach wie ein Traum. Haben wir das nicht schon achtmal aufgenommen, Rüya? Digga, Mann. Na und Spaß, habt ihr nicht schon die aufgenommen? Das ist jetzt der andere Laden. Ah. Also nicht da, wo wir immer hingehen. Ah, ja. Der andere Spot. Okay, okay, okay. Around the corner. Ustam, kolay gelsin. Eyvallah, sağ olun. Kolaysa başına gelsin. Das war ich. Weiß ich jetzt nicht, was er gesagt hat. Ist das der neue, Digga? Brot, dieses knusprige Fleisch, dieses Gemüse und dieser schöne Mann. Dankeschön. Unser Döner wird gerade. So, trinki! Dankeschön. Guckt euch mal diese geilen Soßen an. Das Beste nur vom Besten. Wow, 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 wow. Das ist sehr wichtig, meine Damen und Herren. Dieser geile. Natürlich sieht das geil lustig aus. Der Käse, oh mein Gott. Und der darf nicht so dick sein. Dankeschön. Guck mal, das ist ein Aber die machen das nicht so gut, weil die anderen sind witziger. Trinki! Ich hab sogar geschrieben, Strom, Mehmet. Wir dürfen uns hier auf der Wand verewigen, Burak. YouTube-Zeichen. YouTube-Zeichen, soft and clean. Abonniert Burak Jackson Jr. Wir sind doch da, meine Damen und Herren. Der Döner ist ready. Hat jemand Alarm bestellt? Oh, mein Wecker. Erdem, genau hier? Genau da. Oh mein. Was passiert dir, Bro? Genau da will ich reinbeißen. Guck jetzt diesen, genau diesen Part an. Boah, ich bin gespannt. Oh, wie saftig mit diesen Soßen. Oh, genau, ja, da will ich reinbeißen. Oh, ja! Ja! Was soll das? Ah, Union, Digga. Boah, das war nicht nett. Das war ganz nett, Digga. Boah, geil, Alter. Dann gehört ich schnell kaufen, Mann. Das kann der leckerste Döner bis meines Lebens sein. Digga, wir haben minus 17. Das sagst du aber in jedem Video, Bro. Ja, ja, was machst du da? Oh mein Gott. Oh, wow, 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 wow! Und? Hat's euch gemundet? Bruder, was hast du für einen Döner gemacht? Ja, ich weiß nicht. So wie immer. Einen besseren Start an diesem Tag könnte ich mir nicht vorstellen. Wir machen weiter. Der zweite Laden unserer Charlottenburg-Tour, Alano Pizza. Und hier soll es die beste Pizza in ganz Charlottenburg geben. Die Pizza war lecker. Das ist die beste in Charlottenburg, gell? Wer hat das denn gesagt, Digga? Wo, wie läuft das eigentlich ab, wenn ihr die Videos macht? Googelt er das, nee, oder? Aber wo hat er die Information her, dass in Charlottenburg das die beste Pizza ist? Das soll sehr berühmt sein, Bro. Okay, okay, okay. Mini-Pizza stand da, ne? Hier ist sie, meine Damen und Herren. Die Pizza von Alano. Weltberühmt in Berlin. Weiß ich jetzt nicht. Und das ist die Sorte, die wohl alle bestellen. Bruder, guck mal, diese spezielle Soße. Also die Farben sind schon geil. War das Sucuk? Salam? Salami, ja. Direkt einen hinterher. Mmh, der Teig ist schön dünn und schön knusprig, Bruder. Erinnert mich an Andes Pizza, Bruder. Mmh. Alter, wie war das jetzt, ehrlich? Es war lecker. Es war gut, solide. Ja, okay. Also es war so dünn, dünner Teig, knusprig, es war geil, mag ich. Okay, okay. Boah, weißt du, an was ich letztens gedacht habe? An diesen napolischen Pizza, Bruder. Ja, Mann. Boah, Alter. In Italien. Eine schöne Schweinepizza. Der kann was auf jeden Fall. Der kann auf jeden Fall was. Was passiert hier? Wie gesagt, random. Ein Double? Ein Double für Double Jackson. Oh shit. Ich sag euch mal so, wenn ihr so viel Hunger habt und so eine geile Pizza essen wollt. Also ich hab immer Hunger, lass das probieren, Digga. Einfach herkommen, Mini-Pizza. Rein in die. Rein. Wir sind bei Örnek Lahmacun. Bruder, bütün Dükkanlar nerede geliyor? Digga, irgendwann muss noch die Läden ausgehen in Berlin. Aber es sieht gut aus, Örnek. Guckt euch mal diesen. Oh. Bro, das war krass. Oh. Memo. Einen schönen Lahmacun an. Und dazu gibt's diese spezielle scharfe Soße. Gamechanger. Echt? Ja, ja, ja. Bruder, hör mal jetzt, Bruder. Dieser Sound ist es. Oh ja. Oh mein Gott. Der ist knusprig, sein Vater. Hat jemand Polizei und Feuerwehr bestellt? Wir gehen hier in die scharfe Soße rein, Jackson. Oh shit. Das ist ein Lahmacun, wie man ihn sich vorstellt, Bruder. Hat er den Ajum-Witz gemacht? Ja, hat er. Okay. Boah. Bruder. Mmh. Crispy, crisp. Aber er zerbröselt so krass. Ja. Crisp
Crispy Crispy Jackson Jr. 5. Wow. Oh. Digga, er hat diese Lachmargin in den Ofen gemacht, rausgeholt, in den Grill gelegt. Boah. Wow. Ja. Wow. Deswegen ist das Lachmargin, ich liebe die. Ich sag dir ehrlich, Cousin, in Berlin habe ich auch keinen besseren Lachmacun gegessen. Nein. Wie geht's dir, mein Bruder? Wie geht's dir, Cousin? Dankeschön, Cousin, wallahi. Örneck, beste Lachmacun, das gibt's. Beste wirklich, wirklich. Guck mal, wer hier ist. Wir haben ihn einfach getroffen. What the fuck, zufällig? Ja. Chris und so? Ja. Niemals das Zufall, Bruder. Ich schwöre Zufall. Boah, ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr in Berlin euch in Charlottenburg einfach zu mich trifft. Normal, ich spreche euch doch immer ab, wenn ihr Videos dreht. Ja, aber die waren auch zufällig da. Krass. Da war einfach Bockwurst essen, Digga. Früh am Morgen, Digga. So, wir sind im Bratwurststand. Ja, Bratwurst, Digga. Ich hab ihn aber nie in echt gesehen. Hast du nicht gesehen? Nee, noch nie. Das ist doch der Bruder von Chris, oder? Ja, das ist der Bruder. Wir haben ihn beim Bratwurstessen erwischt. Chris London in the building. Es geht ab. Eine Bratwurst bitte mit einer Pommes. Ja, ist so ehrlich. Ohne Sinn, Bruder. What the fuck? Kostet schon mal in Berlin, ne? Ja, unglaublich. Während Alice seine Bockwurst isst, sind wir bei Expressköfte und geben uns jetzt ein paar Köftes. Das Expressköfte? Weiß ich jetzt nicht. Sondra an diesem Laden ist, hier gibt's eine 3 Millionen Scoville scharfe Soße. Das haben wir gegessen, das ist der Titel? Ist nur ein Köfte, okay. Unsere Köfte sind hier auf dem Grill und brutzeln vor. Okay. Also schön, sehr, sehr interessante Form, kenne ich so gar nicht. Wir machen das selber hier. Hier. Perfekt. Das ist eine Erklärung, dass du das isst, falls was passiert. Erdem hat gerade sein Todesurteil unterschrieben. Hier ist also das Ding, ja? Du hast dich gegessen? Nee. 1 Million Scoville Cousin. Ja, um einen Tropfen zu neutralisieren, brauchst du 100 Badewannen Wasser. Also kriegt ihr zwei. Erdem macht die Badewanne voll. Oh nein. Oh, ja. Ah, nee, ich will nicht mit euch. Ich kann gar kein Schaf mehr essen, ne? Ich auch nicht. Das ist vorbei bei mir. Das letzte Mal, wo ich so scharf gegessen habe, war mit Marc und da bin ich fast tot umgefallen. Ich auf Toilette gehen danach. Wenn wir diesen Köfte schaffen, kommt unser Foto hier auf die Ball of Fame, Bruder. Und das ist unser Ziel. Es passiert, meine Damen und Herren, der schärfste Köfte in ganz Deutschland wird gerade vorbereitet. Aber das Brot sieht gut aus. Das sieht auch gut aus, Bruder. Das war sehr lecker. Echt, ja? Hier raus. Ein böser Mann. Ein böser Mann. Allahu Akbar. Boah, das sieht Saft. Bruder, Zwiebeln? Zwiebeln auch so mit scharf. Okay, geröstet mit scharfen Soße. Ich aus diese Zwiebeln mit den Soßen, aber da drinnen ist 3 Millionen Scoville Schärfe. Noch mehr Zwiebeln? Klar. Hat jemand Zwiebeln bestellt? Nochmal scharf. Er ist fertig. Ich glaube, das wird das schärfste Essen sein, was ich je in meinem Leben gegessen habe. Boah, das kommt im Nachhinein. Herde, wie geht's dir? Na. Ja. Wie kann man so Schluck auf das? Ja, das haben viele, viele, wenn die scharf, essen. Siehst du das? Ja. Letzter Biss. Ich kenne keine Schmerzen. Alles für die Wand, Bruder. Hat er es geschafft? Die dürften 2 Minuten nicht aufstehen. Okay. Wir sind bei 55 Sekunden. Bruder, ich hab Kopfschmerzen bekommen, Wanda. Denk einfach an was Schönes. Denk an Döner. 55 Sekunden. Auf der Ball of Fame. Stark. Ein Zitat von mir habe ich jetzt erfunden. Was dich nicht tötet, macht dich noch stärker. Ozan Metin. Nach der Erschwernis kommt die Erleichterung. Ja, war gut, oder? Gebratene Mandeln. Ja, Bruder. Was ist denn da? Mandeln. Aha, wir haben ihn wieder getroffen. Aha. Aber Wallah, von deiner Hand schmeckt wunderbar. Oh. Wie geht's euch, Jungs? Alles gut? Sieht aus wie ein Zabsonde. Ich glaube, der war nicht mal ein Türke, glaube ich. Nein? Jungs, alles gut? Wann kommt ihr nach Osten? Wallah, ich schwöre euch. Wallah? Wallah, billah. Wie ein Löwe? Wie ein Bär. Başla cani. Hadi bra. So, Freunde, der nächste Laden unserer Futter. Beirut Grill. Beirut? Beirut, Habibi. Guckt euch mal diesen Griller, meine Damen und Herren. Und das alles essen wir gleich. Oder, Achi? Bruder, in Berlin gibt's irgendwie gar nichts, was unter 10 von 10 ist. Ja, das ist unglaublich, ey. Abi, wie isst man den besten Sandwich bei euch? Ah, die Hähnchen normalerweise mit Pommes, Sauergurken und Knoblauchsoße. Knoblauchsoße kommt hier drauf. Ein bisschen Eisbär. Ein bisschen Petersilie. Und Tomaten. Meinst du, Garnelen mit Sauergurken bockt? Ja. Sauergurken fürs Hähnchen. Und hier kommen die Scampis hin. Oh, Scampis. Ja, Mann. Pepperoni? With the chicken shrimps? Komm, Habibi, welcome to Beirut Grill. 1, 2, 3. Mama.
sagen. Wow. Hähnchen, Butterweich. Ein Mann mit Stolz, ein Mann mit Ehre. Ein Mann, der von seinem Handwerk Ahnung hat. Du bist es, Achi. Walla, du bist es. Ehrlich, das ist bisher der beste Araber, wo ich je essen war. Walla. Walla, ich auch. Echt jetzt oder übertreibt, oder? Nee, es war wirklich krass, Bro. Echt jetzt, ja. Heftig. Dein Ernst, Habibi. Ich bin dir getünnt, so die Kamera. Hör auf! Boah, diese Würzung ist krass! Oh! Ahlan wa sahlan! Der nächste Name unserer Foodtour, Hawaiian Pork. Wo nehme ich? Wo nehme ich? Hawaiian Pork? Weiß ich jetzt nicht. Ah, so ein Jindawi-Laden. Bisschen Bowls essen oder so? Nee, das magst du, Digga. Reis mit Lachs. Oh, geil, Alter. Geil, geil, geil. Bowl. Und hier gibt's Bowls aus Hawaii. Limbo! 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 Woo! Surfbrett, Digga. So, was? Du musst auf die Welle springen, Digga. Achso, auf die Welle? So, zack. Ja, und dann so. Gleichgewicht halten. Ah, okay, verstehe, Digga. Aber wie kommst du auf sowas? Ja, weil den Surfbrett neben mir. Achso. Wir haben eine Lachsbowl bestellt. Boah. Guck mal, Jackson. Boah, geil. Boah, hab ich schon lange nicht mehr gegessen, Bruder. Warum denn Bar, Helmut? Helmut, warum Bar, Bruder? Das haben wir jeden Bar? Tag in Istanbul gegessen. Walla, Bruder, beste Essen. Ali wird jetzt zum ersten Mal. Würde ich niemals essen. Ja, okay, aber dann musst du doch nicht Bar sagen, mein Bruder. Kann man rohen Fisch essen. Warum denn Bar? Kreis? Adam, Fisch, der Bube, ja. Kann man mir aussetzen? Bamend, ne? Ja, Türken mögen eigentlich kein Sushi so. Türken so, ja. Wir Türken sind nicht weltoffen für andere Küchen, ja? Was immer, Adana? Meine Mutter hasst auch Sushi, Bruder, aber Sushi ist doch geil, Mann. Ich hab Döner mit dem. Nein, Bruder. Ess mal hier hawaiianische mit Chicken Rice und Seelachs. Açıyorum. Evet. Açıyorum. Haben Sie mir die Teklifi? Açıyorum. Aç. Reklamlar. Guck dir mal die. Willst du einen arroganten Funfact haben? Ja. Yeah. Als sie neu eröffnet haben, haben die mich auch angeschrieben. Der erste Laden. Damals. Die? Ja, hab ich abgelehnt gehabt. Weil ich ein arrogantes Stück Scheiße war, Digga. Ich war gar nicht weltoffen. Ich find's sogar gut, Digga. Ich find's gut, weil... Weil? Also ich sehe es nicht ein, für einen Donut 17 Euro zu zahlen, Digga. Tschüss. Also vier Stück für 20 jetzt, Euro, ne? Ich hab jetzt übertrieben, yeah, aber ich find's halt sehr teuer, Bro. Dann geht ja halt ein Donut für... Aber Dunkin' Donuts ist auch teuer, oder? Weiß ich gar nicht. Ich esse nicht sowas, ja. Okay. Diesen Juicy Juice Nuss Pfannkuchen an. Nuss, mo? Ja. Er weiß, warum das so teuer ist, weil es so mäßig Handarbeit ist. Aber es ist ja auch lecker, weißt du? Ja, ja. Aber toll. 4 Euro einer bei uns. Okay, das ist hart, Bruder. Das ist schon hart. Ihr müsst den Donut wie einen Döner packen, Dicker. Wir sind bei Smooth. Sah aber lecker aus. Lecker und teuer, wa? Wo nehme ich Hawaiian Bowl schon? So eine Jindawi-Bowl mäßig. Ah, okay. Boozery, meine Damen und Herren. Und hier gibt es Bowls und Smoothies. Ne olmuş? Ölümsüz aşklar var da. Ölmeyen aşık var mı? Güvenme gençliğime. Ölen hep ihtiyar mı? Oh shit. Das wurde aber nicht alles an einem Tag gegessen, oder? Warte, ich frage mal Burak. Und wie sieht's aus, Burak? Ich will diese Frage nicht mehr hören. Es wird nicht an einem Tag gegessen, es wird in einer Stunde gegessen. 10 Spots. Ich hab keinen Bock mehr. Bruder, das hat uns ja richtig fett gemacht, ne? In den letzten Monaten, sag ich euch, wie es ist. Aber ich bin am Abnehmen, Bruder. Mein Gesicht ist dünner geworden. Oder nicht, Burak? Weiß ich jetzt nicht. Burak. hast du das gesehen wieder? Was denn? Ah, nee, ich hab nicht drauf geachtet, sorry. Oh shit. Der Beef in der Sun. Und ist es selbst, ne? Ja. Hast du einen neuen Haarschnittblock? Ja. Wow. Du hast hier Banane, Himbeere, diese Achai-Paste. Das ist was sehr, sehr Gesundes, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht, was hast du gesagt? Ich pimp. Das ist was sehr Gesundes, wenn du davor 8 Döner gegessen hast. Jetzt eine Bowl. Ich hatte noch Mandel, meine Spots innerhalb von 2 Stunden. Ich weiß jetzt nicht. Ah, guck mal, ich sag das sogar. Was hast du denn gesagt? So. Wir haben 8 Spots innerhalb von 2 Stunden. Ich weiß jetzt nicht. Keine Welle gibt's ja in die Schorne, oder? Wir sind auf Weihnachtsmarkt, meine Damen und Herren. Juhu! Wir probieren Kartoffeln. Nee, Michel, wo du schon? Pfannkuchen? Nee, Flammenkuchen ist das, ne? Kartoffelpuffer. Ja. Oh, ich hab Hunger, Digga. Auf dem Puffer, auf dem Weihnachtsmarkt. Ich liebe das mit Apfelmus. Weiß ich nicht, Digga. Apfelmus kann sich viel. Ich hab gesagt, mal Kräutersoße, Knoblauchsoße. Hab ich nie gemacht mit Apfelmus, Digga. Apfelmus ist so ein Aumann-Gericht. Ja. So, ich meine Kindergarten, der Biolabelle, Apfelmus und Hort. Und ich erzähle meine Geschichte, Bruder, als ich Kindergarten. Damals, war ich mal im Hort, okay? Und es war Halloween-Zeit, da, Mann. Und die haben so eine richtig. Eine
Kürbissuppe gemacht haben und die haben und diese Kürbissuppe, Bruder, Mann, ich weiß ja, dass ich das nicht mag, weil ich das auch nie gegessen habe, okay? Aber da war so eine Erzieherin, Bruder, die wollte das, also die haben mir das wirklich aufgezwungen. Die haben's bei mir haben es aufgezwungen, manchmal im Bild. Hört zu, wir waren in so einem Raum. Halt dich hier. Und das war halt diese Halloween-Zeit. Die haben das, um das so zu verfeinern, damit du Bock drauf hast, haben die so ein Gesicht reingemacht in diese Suppe, so mit so Klecks, mit Farben. Hast du gegessen? Dann hab ich probiert. Boah, ich hab den ganzen Tisch voll gekotzt, den ganzen Boden, Bruder. Alles voll gekotzt. Wie der tolle Dicke, die umarmt haben und kotzen Haare, Alter. Ja, und keine Ahnung, wie so das eingefallen ist, Digga. Jemand kauft so mal Apfelmus und ich weiß, dass ich... Ich hab dir jetzt hier schon damals vorgewarnt gemacht. Alles klar. Ich hab dir schon damals vorgewarnt. Ich will das nicht essen. Dir doch, du musst und wieder Teller voll gekotzt. Ja. Bruder, Dubai. Video. 5 Euro? Ja. Ich hol dir schon Kartoffelpuffer. Für 7 Euro. Was hat Kartoffel mit Apfel zu tun? Bruder, was redest du? Ja, Wallah, sogar hat keinen Sinn. Ja, ich fühl das nicht. Cool. Er isst halt alles mit Apfelmus. Fettes Kind, Digga. Kräutersoße? Ja, genau, ja. Team Kräuter. Das ist doch eine neutrale. Ein schönes deutsches Pärchen, Digga, wie es im Bilderbuch steht. Ein schönen Glühwein. Ja, genau, Team Kräuter. Team Kräuter. Das ist eine neutrale Basis, da kannst du ja süß und deftig dazu essen eigentlich. Also, süß ist lecker. Kannst du ja auch eine Scheibe Salami rauflegen, das geht auch. Nee, Salami essen wir jetzt nicht. 1, 2, 3. Wollen also YouTube-Kanal aufmachen. Meine Damen und Herren, wir kommen zum Ende. Wallah, stark. Video, ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß, oder Jungs? Ja, auf jeden Fall. Wer hat sie vorgesagt, Osa? Wahrscheinlich, oder? War ein gutes Video, war ein sehr gutes Video. Wenn ihr wollt, dass wir auf weitere Ostern-Live-Videos reagieren, so mit Burak der Nase, dann gebt es wieder einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, wir sind raus. Danke fürs Einschalten, wir sehen uns morgen um 21 Uhr wieder. Okay, tschüss! Alles gut, Burak, haben noch 6 Videos vor uns.